Straßensperre ist etabliert mit Sprengfallen. Wir suchen nach Ilsa Herzog, Sergeant Kent, um ihre Unterkunft zu infiltrieren. Denn nur Sergeant Kent weiß die Codes, mit denen sich die Zellen öffnen lassen, in denen die Gefangenen Programmierer sind. So, ich habe hier eben schon mal ein bisschen mit der Drohne gescoutet. Das ist hier nämlich schon dieses Camp Viper, wo wir hin müssen. Wir haben hier oben noch einen Scharfschützen und einen Mörser. Den würde ich jetzt erstmal ausschalten lassen. Ich habe auch übrigens unser Voice Attack Problem gelöst. Ziel erfassen. Fadenkreuz auf Ziel. Aha. Hier Feuer auf mein Kommando. Sonst kein Scharfschütze hier? Nee? Gut, dann Feuer frei. Gut. Sind wir hier? Stellen Sie Nachforschung zu Sergeant Kent an und finden Sie ihn. Gut, Nachforschung gibt es hier ja sehr viele. Hier drin ist tatsächlich niemand. Das heißt, wir können ganz easy. Ist das ein Drohnenpilot? Ja. Ziel erfassen. Oh. Feuer auf mein Kommando. Alles klar, Boss. Gehe dorthin. Gegner markieren. Bin unterwegs, Boss. In meinem Sektor ist nichts. Okay. Und Feuer. Schwein gehabt. So, jetzt können wir da rein. Ist da eine Tür? Natürlich nicht. Haben wir Dinger zum... Ihr wisst schon. Haben wir Schneidbrenner. Nice. Es gibt so wenige Stellen im Spiel, wo sich das hier wirklich mal lohnt. Aber hier lohnt sich's. Der Scharfschütze da oben, den haben wir ausgeschaltet. Glaube ich. Ja, haben wir. Kurzzeitgedächtnis, wie ein Goldfisch. Wie ein Goldfisch. So. Hier haben wir Infos. Ja, komm. So. Satellitenfoto, das sieht aus wie eine Strecke. Eine Konvoi-Strecke oder so. Sergeant Kent fährt eine bestimmte Route. Okay, ist das das, wo wir sind? Nein, nicht ganz. Wir sind da unten irgendwo, glaube ich. Da? Ja, das Spiel wird es uns schon sagen. Ja, da wird der Konvoi markiert. Und eine Kiste. Ohne Sound, mal wieder. Ding ist, wir müssen vielleicht schnell noch mal hier aus dem Lager raus. Sergeant Kents Route kennen wir doch schon. Nun, dann können wir jetzt da wieder hier raus. Ausnahmsweise hat Schleichen mal wirklich gut funktioniert. So gut funktioniert das sonst nur, wenn ich alleine spiele. Ohne euch. So. Die Route, da ist das Ding. Wir sind da oben. Okay, Flockleg ist da unten. Dann schaue ich mir das Ganze doch mal nochmal an. Achso, der fährt zwischen den beiden hin und her, oder wie? Er wird die beiden Wohnanlagen passieren. Gut, aber er fährt auch hier entlang. Hier können wir gut auf ihn warten. Das werden wir tun. Das ist von unserer Position aus südöstlich. Gut. Ein Auto wäre ganz nett. Ich würde sagen, wir sehen uns an der Straße, wo wir den abfangen können, den Sergeant Kent. So, Straßensperre ist etabliert mit Sprengfallen. Warten wir
auf unseren Einsatz. Er kommt da hinten schon. Das ist ein kleiner Konvoi. Ah, ne, doch ein bisschen größer. Ich hoffe, er wird dadurch nicht getötet. Das wäre nämlich äußerst schade. Ich bin gespannt, wie es funktioniert. So eine richtige Guerilla-Taktik. Ich bin gespannt. Die fahren vorbei. Bam. Okay, es hat nicht so gut funktioniert, wie ich mir das gewünscht hatte. Aber hat noch ganz gut funktioniert soweit. Vor allem, da waren zwei C4 an dieser Karre. Die hat überhaupt nichts. Mit der können wir weiterfahren. Was ist da los? Hello, Mr. Kent. Ah. Schieß mal los. Es wird dir noch leid tun, dass du dich mit mir angelegt hast. Ilsa wird dich in mundgerechte Stückchen schneiden. Du wirst sie noch anflehen, dass sie dich in die Hölle schickt. Mir schlottern die Knie. Also gib mir den Code für das Gefängnis. 211-01805. Ich sag ihn dir nur, weil du so oder so nicht reinkommst. Rosebud verpasst dir einen Kopfschuss, bevor du auch nur in die Nähe des Tastenfelds kommst. Rosebud also. Und der Typ hat zwei Brillen an. Der ist so cool. Der braucht zwei Brillen. Abonnieren, nichts mehr verpassen. Kommentieren, liken und teilen sowieso. Ihr wisst, was zu tun ist. Dann bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.